Was macht ihr denn hier? Kommt rein, kommt rein, kommt, kommt, kommt. Und wie? Ah, wegen Kerzen-Content meint ihr. Ja, gab schon lange keinen mehr, ne? Verstehe. Also, wenn ihr jetzt spontan Zeit hättet, ich hätte was da, wenn ihr Bock habt. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Da sind wir mal wieder. Miau, 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 miau. Kerzen-Content. Yay! Ich habe mir nach langer, langer, langer Zeit Kerzen bestellt, beziehungsweise eher Wachsmelz bestellt. Ich freue mich sehr und ich wünsche euch viel Spaß. Natürlich steht diese Bestellung unter dem einzig wahren Motto Herbst, Winter, Weihnachtsdüfte. Ihr wisst, ich liebe die Herbst, Winter, Weihnachtszeit und ja, ich habe mir gegönnt. Ich weiß, es gab jetzt schon länger kein Kerzen-Content mehr, aber das liegt einfach daran, dass mich die Kollektionen nicht so angesprochen haben. Und ehrlich gesagt sehe ich das als den Job der Kerzenhersteller, Kerzen herzustellen, die mich eben sehr ansprechen. Und wenn sie mich nicht ansprechen, dann kaufe ich sie halt nicht. Ich finde es inzwischen auch ein bisschen sehr ärgerlich, dass die meisten Kerzenhersteller die neuen Kollektionen nur noch in großen Gläsern rausbringen. Goose Creek ist ja ein ganz großer Freund von solchen Taktiken, neue Düfte nur in großen Gläsern rauszubringen, beziehungsweise das Wachsmelz ein paar Monate später auf den Markt zu werfen. Viele Düfte, die als Zweidocht- oder Dreidocht-Tombella rauskommen zum Beispiel, die kommen ja gar nicht als Wachsmelz irgendwann auf den Markt und ja, dann sehe ich es auch nicht wirklich so ein. Ich habe mir auf jeden Fall was gegönnt und jetzt gucken wir gemeinsam in das Paket. So, Party People, wir starten mit einem Glas, das mein Mann und ich uns gegönnt haben, ohne den Duft zu kennen. Eine der wenigen Gläser, die wir in dieser Bestellung hier reingepackt haben. Aber wir wollten unbedingt wissen, wie es riecht, weil uns das eben von der Duftbeschreibung und auch vom Label her sehr angesprochen hat. Und die Rede ist von First Autumn Frost. Also ich muss sagen, er ist sehr zurückhaltend dafür, dass hier Eukalyptus, Amber und Tanne drin sein soll. Das Tannige riecht man schon, aber ich muss sagen, mit dem Eukalyptus hier drin, sehr dezent, allgemein ein sehr dezenter Duft. Ich muss sagen, er hat mich jetzt in keinerlei Richtung vom Hocker gehauen. Ich denke, wenn er warm wird, wird er sein volles Potenzial ausschöpfen, aber so kalt muss ich sagen, wenn ich den im Laden gerochen hätte, hätte ich nicht gesagt, den kaufen wir jetzt sofort. Ich glaube eher nicht. Aber von der Duftrichtung ist es auf jeden Fall was wir auf jeden Fall leer machen werden, weil solche Düfte sind ja jederzeit beliebt bei uns. Wie gesagt, für mich riecht er stark nach diesem Tannigen und ich liebe tannige Düfte, aber dieses First Autumn Frost, das habe ich jetzt gedacht, dass es ein bisschen frostiger rüberkommt, beziehungsweise ein bisschen würziger rüberkommt durch das Autumn, aber naja. Es ist ja auch gut, wenn man einen etwas zurückhaltenden Duft hat, weil viele Herbst-Winterdüfte ballern ja richtig rein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der, wenn er warm ist, erst so richtig zur Geltung kommt. Genau, erwachen Sie zum ersten kühlen Herbstfrost der Saison. Als Kopfnote haben wir Balsam und Eukalyptus, wobei ich glaube, mit Balsam meinen die sowas wie Balsam Fir. Als Herznote haben wir Amber und als Basisnote haben wir Kiefer und Klee. Also die Duftbeschreibung ist ja eher reduziert für Goose Creek und eigentlich feiere ich auch die eher reduzierten Düfte, aber wie gesagt, mir fehlt hier ein bisschen Frost und mir fehlt hier ein bisschen Autumn. Für mich riecht er einfach wie ein milder Waldtannenduft. Aber wir werden ihn leer machen, so oder so.
So, als nächstes haben wir nochmal einen Duft von Goose Creek und den gucke ich mir eigentlich schon ein paar Jährchen an und habe ihn aber nie bestellt, weil ich immer andere Sachen stattdessen bestellt habe. Aber dieses Jahr ist es endlich soweit und Christmas Magic von Goose Creek darf bei mir einziehen. Ich erwarte einen sehr prächtigen Weihnachtsduft. Also mit richtig Wumms dahinter. Das erwarte ich. Ich wollte Wumms, jetzt habe ich ihn. Okay, hier haben wir viel. Erstmal geht es in eine sehr frische Richtung. Und dann geht es in eine sehr würzige Richtung, aber so Richtung pfeffrig irgendwie. Ich glaube, meine Augen drehen. Was ist das? Wieso ist das so scharf? Ich sag's gerade heraus, ich glaube, das wird nichts für mich. Der geht in so eine eigenartige Richtung, dass ich den gar nicht zuordnen kann. Und irgendwie riecht er für mich auch so muffig in all dem, wie das zusammengeführt ist. Das ist total komisch. Naja, da hat mich mein Gefühl nicht getäuscht, dass ich ihn so lange nicht bestellt habe. Total komisch. So, was haben wir hier? Die Zuckerstange und die cremige Vanille als Kopfnote, leichte Mandarine und Vanillecreme als Herznote und dann soll nur noch warmer Amber drin sein. Nee, also so viel Fantasie habe ich nicht. Nee, der geht für mich in eine total scharfe Richtung. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und ganz ehrlich, der geht für mich auch irgendwie gar nicht in die Weihnachtsrichtung. Ich würde den auch so in die Kitchen Spice Richtung einordnen, also gewürzschrankmäßig. Nein, nein, nein. Würde ich nicht weiterempfehlen. Ganz komisch. Also wer den mag, kann mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder ich habe irgendeine nasale Verirrung zurzeit, aber ich rieche doch gar nichts von dem, was da drin steht. Ich fand den irgendwie scharf und irgendwie würzig und überhaupt nicht angenehm und überhaupt nicht passend für Weihnachten. Keine Ahnung. Naja, solche Düfte muss es auch geben, ne? Wir kommen zu einem Nachkaufduft von Village Candle und es ist ein wunderbarer Duft für die Küche und ein wunderbarer Duft für den Samstag und Sonntagmorgen, nämlich Coffee Bean. Wie gesagt, den hatten wir schon mal und uns sind so langsam die Kaffeedüfte in der Küche ausgegangen, deswegen haben wir den jetzt einfach nachgekauft. Viele Kaffeedüfte haben ja noch was Nussiges oder arg Süßliches oder sehr arg Süßliches mit drin und der hat es halt nicht. Er riecht wirklich nach Coffee Bean, also Kaffeebohne und nicht nach irgendeinem komisch zuckrigen Mischgetränk und auch nicht nach einem Kaffee, wo es auch noch Croissants zum Essen hat, sondern wirklich einfach gut, dezent, aber sehr fein nach Kaffeebohne. Beginnen Sie die Sinne mit dem berauschenden Duft von frisch gemahlenen Kaffeebohnen, Pekannüssen und gerösteten Tonkabohnen. Beginnen Sie die Sinne. Wir kommen zu einer Kerze von Woodwick. Und Woodwick ist bei uns ein bisschen schwierig, weil wir keine Geduld für den Knisterdocht haben. Also alle Woodwick-Kerzen haben ja diesen Knisterdocht und viele empfinden diesen als sehr entspannend. Mich und meinen Mann macht er wahnsinnig. Er ist so enorm laut, das kann man sich nicht vorstellen. Deswegen kaufen wir eigentlich so gut wie keine Knisterdochtkerzen von Woodwick mehr, sondern wir kaufen sehr gerne die Wachsmelts, weil wir eigentlich schon überzeugt sind von der Duftqualität von Woodwick. Aber jetzt gab es nun mal einen Duft. Und den wollte mein Mann so, so gerne. Und mein Mann mag ja nussige Düfte. Deswegen durfte bei uns einziehen Smoked Walnut and Maple. Ja, ich persönlich bin ja jetzt nicht der allergrößte Nüsse-Fan, aber mein Mann hat sich ja schon ziemlich oft durchgesetzt mit seinem Wunsch nach Nüssen.
Weswegen wir ja Golden Chestnut gekauft haben und Warm Chestnut von Yankee Candle. Und beide Düfte sind ja herrlich. Ich hätte niemals gedacht, dass Nusskerzen so gut riechen. Deswegen durfte mein Mann auch dieses Glas bestellen und ich bin sehr gespannt. Oh! Das ist so richtig feine Woodwick-Qualität, nämlich man riecht einfach sehr authentisch, was drin sein soll, nämlich diese Walnuss und dann eine feine Süße, aber nicht so, dass man sagt, es ballert mich weg. Und vor allem, was ich sehr gut heißen kann an diesem Duft, ist, dass er nicht mit Gewürzen überladen wurde. Also wie gesagt, man kriegt so Flashbacks ans Backen, aber nicht so, dass man sagt, jemand hätte meinen Kopf in den Gewürzschrank reingedonnert, sondern wirklich so, dass man sagt, hier ein bisschen was und jetzt die Walnüsse noch da herstellen und dann hier ein bisschen was und dann kommt es im Backofen und dann riecht man schon so ein bisschen die Smoked Walnut. Yay! Hier sind wir bei der Kopfnote: gebrannter Zucker, geröstete Walnuss und gerösteter Zimt. Gerösteter Zimt höre ich auch zum ersten Mal. Als Herznote haben wir Ahornholz, Edelkastanienholz, Weihrauch und Birke. Und als Basisnote haben wir die geräucherte Vanille, Patchouli, Amber, Sandelholz und Guakholz. Das ist so ein typischer Woodwick-Duft, nämlich sehr viel. Hau rein die Duftstoffe, wird schon irgendwas Gutes bei rauskommen. Aber ich muss sagen, bei Woodwick sind trotzdem, dass immer so viele Düfte in einem Glas sind, die Düfte immer sehr edel. Sehr authentisch, sehr leicht in der Würze und ich freue mich sehr, dass wir uns den gegönnt haben. Ein weiterer Nachkaufduft ist von Kringle Candle und der heißt Christmas. Einfach nur Christmas, Leute. Und als ich ihn das erste Mal gekauft hatte, dachte ich eigentlich, okay, Christmas, da wird voll viel weihnachtliches Gewürz drin sein, aber es wird ordentlich auf jeden Fall nach Weihnachten riechen. Und de facto muss man sagen, dass dieses Christmas einfach sehr stark nach Tanne riecht. Also als würde man seinen Kopf in den Weihnachtsbaum reinstecken. Und irgendwo im Raum da hinten sind frisch gebackene Plätzchen. Irgendwo riecht es nach Zimt, Kardamom, Orange, alles Feine, was man an Weihnachten so hat. Aber man selber hat eben gerade den Kopf im Weihnachtsbaum drin. Ich liebe den so arg. Ja, mehr kann man nicht dazu sagen. Außer, dass ich ihn sehr, sehr liebe und sehr, sehr genießen werde. Ein festlicher Weihnachtsduft aus frischen Tannennadeln gepaart mit würzigen Noten von Zedern und Sandelholz. Kopfnote: Zedernholz und Moschus. Herznote: Sandelholz, sibirische Tannennadeln und als Basisnote. Und als Basisnote haben wir Holz. Ich muss sagen, dass auch der Moschus hier zwar schon bemerkbar ist, aber es ist ein sehr zurückhaltender Moschus, also ein sehr schüchterner, einer, dem man ständig sagen muss, warum bist du so still, Moschus, geht's dir nicht gut? So ein Moschus. Wie gesagt, habe ich mir nachgekauft, mag ich sehr, ich freue mich sehr auf den Duft. Als nächstes haben wir einen Duft von Country Candle und ich glaube, den gibt es schon seit letztem Jahr. Zumindest glaube ich, dass er letztes Jahr zu Weihnachten rausgekommen ist. Und die Rede ist von Christmas Market. Ja klar, ach, das sieht so schön aus. Ich weiß nicht, ob ich hier die volle Ladung Vanille, Zimt, Zucker, alle Gewürze dieser Welt erwarten soll oder wirklich eher so Bretterbuden-tanniges Ambiente. Ich bin gespannt.
es ist alles drin. Also ich finde, hier haben wir sowohl Bretterbuden-tanniges Ambiente als auch sehr feine vanillige Note, glaube ich. Aber auf jeden Fall geht es ins Parfümige. Aber auch nicht zu arg. Auch nicht zu arg. Irgendwie habe ich das gar nicht erwartet bei Christmas Market und irgendwie passt es dann doch voll. Christmas Market erfreut unsere Sinne mit der festlichen Mischung aus Zitrusfrüchten, Gewürzen des Weihnachtsmarkts und süßlicher Vanille. Die süßliche Vanille, ja. Gewürze des Weihnachtsmarkts, sehr dezent. Sehr dezent. Also so, dass ihr euch im Raum erst 10 Minuten umguckt und dann sagt ihr, ah, ihr seid auch da. Machen wir weiter mit Country Candle und mit einem Duft, den ich auch schon länger anlächle und er lächelt zurück. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, uns mal zu treffen. Cozy Cabin. Oh ja, Leute. Ich glaube auch, dass inzwischen jeder Kerzenhersteller einen Duft hat, der Cozy Cabin heißt. Hallo. Oh Gott. Das ist eine richtig cozy Cabin. Ach Leute, das riecht so nach Kamin. Nach... Oh Gott, Leute. Es riecht ein bisschen so für mich, als würde man... in Rumänien den Kachelofen so anheizen mit eben frischem Holz. Und es hat aber auf jeden Fall auch was Süßliches mit drin. Aber es hat eben auch dieses rauchige Kaminholz mit drin. Und das riecht einfach wunderbar. Das ist eine richtig feine Cozy Cabin, Leute. Auf jeden Fall ist es nicht so was Tannennadeliges, sondern wirklich... so holziges Holz, versteht ihr? Nicht so Balsam-Föhrholz, sondern wirklich so Kaminholz. Und dann aber noch was anderes mit drin. Dieses Süßliche. Und das macht es eben zu so einem schönen Duft. Herrlich. Eine angenehme Holznote und ein rauchiger Akzent mit Basis von Vanille, braunem Zucker und einem Hauch Zimt sorgen für das besondere Feeling. Kopfnote brauner Zucker und Zedernholz, Herznote Zimtrinde und Kaminholz, Basisnote Vanille und warmer Ahorn. Also das Holzige kommt ja auf jeden Fall durch und das Zuckrig-Vanillige kommt auch durch, Zimtrinde. Weiß ich jetzt nicht, was ich mir darunter vorstellen kann, aber das ist echt ein feiner Duft. Super. Super. Und dann haben wir wieder einen Duft für die Herbstbuddies unter uns, nämlich Leaves. Da von Country Candle ist, erwarte ich sehr viel. Country Candle hat mich bisher kaum enttäuscht, muss ich ehrlich zugeben. Also eigentlich alles ganz geil, muss ich sagen. Und jetzt freue ich mich auf einen hoffentlich sehr leckeren Herbstduft. Halleluja, meine Güte. Es ist Zimt im Haus. Ja. Das ist your typical Herbstduft. Wir haben Apfeliges, spritzig-fruchtiges, aber wir haben auch Würziges, das auf jeden Fall. Orangiges. Oh, Leute, das, ja. Ich muss sagen, ich habe bei Leaves, habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Blättriges erwartet, aber irgendwie, die Blätter sind nicht im Haus. Ich muss dazu sagen, ich habe bei solchen orangenen, gelben Duftwachsen, die in die Richtung Blätter gehen, auch ein Trauma von Under the Oaks von Goose Creek. Der hat einfach nach Erbrochenem gerochen. Leute, sorry, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe das aufgemacht und dran gerochen und es hat einfach nach Erbrochenem gerochen. Ich weiß nicht, durch welche Qualitätskontrolle dieser Duft gegangen ist. Also wenn ihr euch mal Under the Oaks reinziehen wollt. Aber der hier, richtig einfach nur herbstelig. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Also Herbst ist in der Haus. Frische Äpfel, Zitrone, Noten von Apfel, Cider. Gut, Apfel-Cider geht es ja dann auch in die Richtung von
Gewürzen, oder? Ein Waldspaziergang in der warmen Herbstsonne, das soll das sein. Also den Waldspaziergang rieche ich hier weniger. Ich rieche wirklich so dieses knackige, frische, herbstige, schon in Zitrusrichtung gehende, aber hauptsächlich schon apfelig-würzelige. War das Deutsch? Who cares? Weiter geht's in unserer guten Country-Candle-Phase mit irgendwo ein Haar in meiner Fresse und krieg's nicht weg. Jetzt. Heißt der Duft so? Irgendwo ein Haar in meiner Fresse. Weiter geht's. Ich hab irgendwo ein Haar in meiner Fresse und krieg's nicht weg. Stell's dir vor. Nach was wird's riechen? Nach Wut und Verzweiflung. So, Freunde, ich muss euch sagen, bei Alpine Retreat habe ich schon was Frisches erwartet oder erwarte ich immer noch was Frisches, aber auch was, also bei Retreat denke ich an was sehr Wohlwollendes, was eher Warmes, deswegen bin ich jetzt gespannt, in welche, ich rieche es schon, was ist los bei denen? Der erinnert mich original an Cheerful Candle Cozy Cabin. Der Cozy Cabin von Cheerful Candle, an den erinnert er mich. Aber der von Cheerful Candle, der, also mit denen habe ich generell nicht so Glück gehabt mit den Cheerful Candle Wachsmelts, weil von denen habe ich alle Kopfschmerzen bekommen. Aber ich weiß auch, dass der Cozy Cabin von Cheerful Candle, der hat mich wirklich an eine sehr verlassene Hütte im Wald erinnert. Und der geht in die Richtung, aber ich finde, der ist feiner gemacht. Sehr viel feiner gemacht. Man riecht hier schon dieses Frische heraus, in Richtung Zitrusfruchtige gehend. Aber ich finde, der hat auch eine wunderbare holzige Note mit drin. Der gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, der erinnert mich stark an den von Cheerful Candle, wobei ich den bei... Ich finde allgemein, dass die von Cheerful Candle, die Düfte sehr plump sind. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich immer Kopfschmerzen von denen bekommen habe, aber die sind halt so, die setzen sich auf deine Couch und tun ihre Füße auf deinen Couchtisch. So sind die. So, was haben wir hier? Genießen Sie eine Auszeit und den Geruch der Alpenlandschaft als Duftkerze. Balsam, Zeder, Efeu und Patchouli erfreuen unsere Sinne. Fein abgestimmt mit Mistelzweig und Tannenzapfen. Schaut mal, dieses Efeuhaftige. Das macht dieses Spritzige hier wahrscheinlich. Und dann diese verschiedenen Hölzer zusammen. Das passt wunderbar. Sehr gut. Sehr gut. Ich freue mich. Wir ballern gerade mal alle Country Candle Düfte durch. Driving Home for Christmas. Home for Christmas. Auch schon länger auf meinem Wunschzettel. Jetzt endlich bei mir eingezogen. Wir freuen uns auf einen wunderbaren grünen Weihnachtsduft. Ui. Hallo? Okay, ich muss mal kurz was gucken. Also, wir haben hier mal wieder einen wunderbar tannigen, aber doch auch ins Weihnachtsgewürzige gehenden Weihnachtsduft. Mir sagt da sehr zu, dieses Holzige vermischt sich sehr gut mit diesem Würzigen. Bei Gewürzen bin ich eigentlich, kann man sagen, nicht so gut. Also es könnte Zimt, Kardamom, Muskat, I don't know, was es ist. Aber es ist auf jeden Fall würzig. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich habe ihn schon mal gerochen, aber ich weiß nicht wo. Also er kommt mir nicht ganz neu in der Nase vor. Ich dachte ja auch, dass die hier ein bisschen Ähnlichkeit haben. Zumal ja Country und Kringle, kann ich reden, zumal ja Country Candle und Kringle Candle oft Ähnlichkeit miteinander haben. Aber der hier ist deutlich würziger. Cozy Christmas von Kringle. Ich glaube, an den erinnert er mich. Auf jeden Fall haben wir hier als Kopfnote Orangenrinde, Pomander, Muskatnuss, schwarzer Pfeffer. Als Herznote Weihrauch, Kaminholz, kostbare Gewürze, Leute, nicht die billigen. Und als Basisnote haben wir die nordische Zeder und Vanilleschote.
Jetzt, wo ich mich erinnert habe, erinnert er mich noch stärker an den Cozy Christmas von Kringle. Aber den Cozy Christmas fand ich auch gut, aber bei denen muss man eben bei der Dosierung vorsichtig sein, weil ich weiß, der Cozy Christmas hat sehr geballert und ich kann mir vorstellen, dass der hier auch gut ballert, wenn er warm ist. Ein weiterer Nachkaufduft von Country Candle ist Harvest Moon. Den habe ich mir letzten Herbst gekauft gehabt und war so von den Socken, weil das so ein Duft ist, wo ich einfach keine Worte habe, um den zu beschreiben, weil hier so viel zusammenkommt. Aber wenn dann alles beisammen ist, denkt man nur, wow, ich rieche schon. Unfassbar! Unfassbar! Leute, prinzipiell ist das eher ein zimtiger Duft. Also Zimt ist hier auf jeden Fall in der Haus. Aber dann kommt noch so viel dazu. So viel Blumiges, Fruchtiges, Cremiges, Süßliches. Dass es einfach ein wunderbarer Herbstduft für mich ist. Letztes Jahr habe ich so ein ganzes Ding leer gemacht. Dieses Jahr werde ich es wahrscheinlich wieder leer machen. Ich finde den einfach herrlich. Und das meint man gar nicht bei einem Duft, der einfach vordergründig nach Zimt riecht, aber der ist einfach so fein mit diesen anderen Noten zusammengemischt, dass ich ihn einfach so sehr liebe. Als Kopfnote haben wir hier Kardamom, Zimt, Ingwer und eine grüne Note, was auch immer das sein soll. Als Herznote haben wir Jasmin, weiße Jasminblüte, Maiglöckchen, Orangenblüte und Wasserblumen. Und als Basisnote haben wir Zedernholz, Pfirsich, Sandelholz und Vanille. Also so ein typischer Pack mal alles da rein und wir schauen dann, was rauskommt, Duft. Aber wirklich im Vordergrund ist ja schon dieses Zimtige. Aber eben dadurch, dass so viel noch dazu kommt, ist es einfach so ein toller Duft für den Herbst. Jo, Freunde, dann kommen wir zu einem weiteren Duft, der einfach nur meinen Namen geschrien hat und den ich auch schon seit einigen Monaten einsam und verlassen auf der Duft- und Raumseite betrachte. Und jetzt habe ich gesagt, komm zu mir, ich möchte dich kennenlernen, nämlich von Country Candle Bohemian Holiday. Ganz große Labelliebe auch hier und wahrscheinlich auch ganz große Duftliebe, weil das Wachs ist grün. Es sieht tannig aus, es sieht nadelig aus. Was will man mehr? Okay, er riecht gar nicht so tannenhaft, wie ich erwartet habe. Schon ins Holzige geht. Aber ich muss sagen, hier sind noch ein paar andere Noten drin, die machen den so süßlich-cremig irgendwie. Lecker! Fast schon. Jetzt muss ich nochmal an den Christmas Market riechen. Aber der kann ja gar nicht so wie der riechen. Der ganz anders. Ganz anders. Was habe ich denn gedacht? Der geht voll ins Süßliche. Das habe ich gar nicht erwartet. Aber auch eben diese holzige Note da mit drin. Das war eine sehr angenehme Überraschung, muss ich sagen. So, als Duftbeschreibung haben wir hier die frischen Tannennadeln, Zypressen, eine leichte Himbeernote, holziger Tonka, süßliche Vanille. Nee, süßliche Vanille, Punkt. Frische Tannennadeln und Zypressen. Also bei der süßlichen Himbeernote bin ich dabei. Die riecht man deutlich, was man gar nicht erwartet hat bei diesem eigentlich sehr grün anmutenden Duft. Ich muss sagen, ich mag ihn sehr. Der geht zwar deutlich mehr ins Süßliche, als er für mich ins Tannige geht, aber ich finde, dieses Tannige, Holzige holt den süßlichen Duft ein bisschen runter und macht ihn eben zu etwas sehr Angenehmen, finde ich. Auf jeden Fall überhaupt nicht so, wie ich gedacht habe, aber auf jeden Fall gut, das muss ich dazu sagen. Und dann würde ich sagen, wir starten mal mit der großen Yankee Candle Parade. Und nachgekauft habe ich mir diesen Herbst, nachdem ich letzten Herbst schon mal eins gehabt hatte, ein Dufttart von Red Apple. Achtung, hier scheiden sich die Geister. Red Apple Reef oder Red Apple Ref. Wie gesagt, den hatte ich schon letztes Jahr und weiß dementsprechend, dass er sehr gut riecht.
Ja, Freunde, das ist auch einfach so your typical Herbstzeit, Weihnachtszeit, Winterzeitduft, nämlich apfeliges, würziges, holziges, richtig fein gemacht. Da haben wir Äpfel, Zimtblatt und Nelke als Kopfnote und die Apfelschale, Walnüsse und braunen Zucker als Herznote. Und als Basisnote haben wir Ambra, geschmolzene Butter, Ahornsirup und Vanille. Ich muss sagen, der Duft geht eigentlich immer. Also ich denke, den werde ich auch einfach jeden Herbst bestellen, weil der passt einfach super gut. Super gut. Eigentlich ein Klassiker. Dann habe ich mir noch gegönnt von Yankee Candle Apple Cider. Mein Mann sagt, es wäre exakt das gleiche wie Red Apple, Reef. Und mein Urteil ist, nee, überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Also, der Apple Cider riecht auf jeden Fall viel fruchtiger, fruchtsaftmäßiger und hat diese fruchtig-spritzige Note und eben diese Gewürze sehr reduziert. Auch, aber sehr reduziert. Und dieser Red Apple Reef hat halt volle Kanone Äpfel, volle Kanone Gewürze, volle Kanone, es ist Herbst, damit es auch jeder versteht. Und der riecht auch schon nach Herbst. Aber wie gesagt, die Gewürze sind hier um einiges leiser gedreht und es geht viel mehr in diese apfelig-fruchtige Richtung. Also Ähnlichkeiten sind da, aber es ist definitiv nicht der gleiche Duft. Nein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass mir der vielleicht besser gefällt. Oder vielleicht gefällt mir der besser, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich den sehr gerne ausprobieren. Gib mir beide Düfte. Den auch. Jetzt sag mir, welchen du hast, ohne zu riechen, ohne zu schauen. Miteinander. Das ist der Apple Cider und das ist der Apple Reef. Nope. Ah! Kann man alles rausschneiden. Ich finde, die riechen anders. Bei Apple Cider haben wir als Kopfnote Apfelwein und frischer Apfel, als Herznote Zimt, Nelke, Muskat und Ingwer und als Basisnote Vanille, heißer Zucker, Karamell und Bratäpfel. Dann kommt der nächste Kandidat aus der Apple Autumn Reef Richtung, nämlich Autumn Reef. Nee, der riecht jetzt anders. Der riecht nur nach Gewürzen. Der hat nicht dieses fruchtige, apfelige. Nee. Also der Autumn Reef riecht schon herbstig, würzig, angenehm. Aber ich muss sagen, er ist auch jetzt keiner, wo man sagt, kauf dir den unbedingt. Das ist mein Standalone Herbstduft. Den muss man jetzt gerochen haben, auf jeden Fall in seinem Leben. Genau, als Kopfnote haben wir grüne Blätter und Äpfel, als Herznote Zimt, Nelken, Muskatnuss und als Basisnote holzige Noten und Vanille. Also da finde ich die anderen zwei hier, mit ihren apfeligen Noten etwas angenehmer und etwas fruchtiger auch einfach. Der hier ist einfach nur so holzig, würzig. Aber nicht schlecht. Aber halt auch nicht so, man sagt, yay. Noch nie gerochen. Ein weiterer Nachkaufduft nämlich war Christmas Eve und Icy Blue Sprouse, eine meiner allerersten Kerzen, die ich jemals gekauft habe. Christmas Eve habe ich bisher immer wieder nachgekauft und immer zu Weihnachten da gehabt. Und jetzt habe ich auch endlich wieder Icy Blue
Sprouse nachgekauft. Ich habe den Duft vermisst. Ja, ich habe ihn vermisst. Ich muss sagen, mir gefällt an diesem Icy Blue Sprouse. Ich habe ja schon viele Frosted Branches und Snow-Covered Trees inzwischen gerochen. Und der hier geht sehr ins zuckrig glasierte, also mehr in eine süßliche Richtung. Und das erwartet man, glaube ich, nicht bei Icy Blue Sprouse. Also der geht überhaupt nicht in so eine frischige? Also der geht überhaupt nicht in so eine frische Eukalyptus, Zitrus, Grapefruit, irgendwas Richtung, sondern der geht für mich in eine süßliche Richtung. So, als Kopfnote haben wir hier frische Luft und Baumwolle. Als Herznote haben wir die Winterfichte, Johannisbeere und schneebedeckte Zedern. Und als Basisnote haben wir Tannenharz und Moschus. Also den Moschus rieche ich hier kaum heraus. Die Johannisbeere und die Baumwolle, das ist, glaube ich, das, was diesen Duft eben so zart macht. Und das eben gemischt mit diesem tannigen, holzigen. Für mich ist das wirklich mal ein anderer Tannenduft, aber wie gesagt, ich mag ihn sehr. Weiter geht's mit einem Tarte, das leider sein Label verloren hat. Schade, aber hinten drauf steht immerhin, dass es Ciderhouse war. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass der Herr Krantelbart gemeint hat, dass das Ciderhouse eine seiner liebsten Herbstdüfte ist. Und deswegen habe ich ihn gekauft. Jetzt muss ich mal gucken hier. Nee, der riecht anders. Ja, also natürlich stellt sich hier jetzt die Frage, was ist der Unterschied zwischen Ciderhouse, was das ja ist, und Apple Cider. Aber ich finde, Apple Cider geht noch mehr ins Gewürzige. Ciderhouse hat es zwar auch mit drin, aber da haben wir so das süßlich-fruchtige eher im Vordergrund, finde ich. Da könnte man jetzt vielleicht auch eine Masterthesis drüber verfassen, wie sich diese Düfte jetzt generell unterscheiden oder nicht unterscheiden. Aber, nee, ich muss schon sagen, dass mir der hier deutlich süßlicher und deutlich fruchtiger riecht. Und der geht für mich eher in dieses Gewürzige, in dieses Apfelgetränkmäßige, und der hier geht halt so in die Richtung frische Äpfel und in die Richtung süßliche frische Äpfel. Das auf jeden Fall. Ob sich die drei hier dann warm noch so viel schenken? Ich denke schon. Ich denke schon. Also von den ganzen Cider- und Apple-Düften ist der Ciderhouse jetzt der süßlichste, das muss man sagen. Aber sehr angenehm süßlich, und wie gesagt, da ist eben noch diese frische, apfelige Note drin. Der gefällt mir sehr gut. Wir kommen zu den letzten drei Düften, und ich habe mich mal für den Duft von Yankee Candle entschieden, der eigentlich so als Klassiker bei Yankee Candle gilt. Zumindest habe ich von sehr vielen gehört, dass er gut ist und dass er eben so das Nonplusultra ist, was leckere Food and Spice Düfte angeht, nämlich andersrum, der Vanilla Cupcake. Ich muss sagen, Yankee Candle ist bei Food and Spice ziemlich weit vorne bei mir. Habe ich auch nicht gedacht, aber ziemlich weit vorne. Ihr wisst, ich komme mit den Food and Spice Düften von Goose Creek nicht so klar. Gar nicht klar, möchte ich sagen. Und Country Candle und Kringle Candle gehen dann auch noch, was Food and Spice angeht. Aber Yankee Candle hat inzwischen, glaube ich, die Nase vorne, was Food and Spice angeht. Wir werden sehen. Ach ja, sehr dezent. Sehr fein. Natürlich steht hier die Vanille im Vordergrund, aber man riecht auch deutlich. Ja, man riecht auch deutlich dieses Teigige von diesem Cupcake-Teig, der da einfach dabei ist. Aber man riecht auch dieses Fluffige von dieser aufgeschlagenen Creme, die da oben drüber kommt.
Aber natürlich, der Star von diesem Tart ist natürlich die Vanille. Und es darf sie auch gerne sein, weil es ist überhaupt, meine Güte, es ist auch überhaupt keine penetrante Vanille, sondern eine sehr höfliche und sehr zuvorkommende, aber eben nicht zu penetrante Vanille. Ich glaube, der wird mir sehr gut gefallen. Ich glaube, den werde ich auch öfter nachkaufen. So, wir haben hier drin Vanilleglasur und Malzzucker, Kuchenteig, Schokolade als Herznote, okay. Und als Basisnote haben wir Kakao und Vanilleschote. Schokolade. Naja, wahrscheinlich ist die Schokolade drin, um dieses Süßliche eben abzurunden, aber für mich steht hier die Vanille im Vordergrund. Auf Schokolade wäre ich jetzt eher weniger gekommen. Aber gut. Wir kommen zum Star. Eigentlich jeder Weihnachtszeit bei mir, nämlich durfte bei mir einziehen. Dreimal Mary Berry Linzer. Ich liebe Mary Berry Linzer einfach. Ich weiß auch nicht, ob es dran liegt, weil ich die Hilda-Brötchen als Plätzchen einfach auch am liebsten mag, aber Mary Berry Linzer ist für mich einfach ein ewiger Nachkaufkandidat. Ewig und ewig. Den Duft hat es nicht immer. Also es muss man gut verwischen, dass man den Duft verwischt. Aber ich liebe ihn so sehr. Ich liebe ihn so sehr. Er riecht original nach dem, was vorne drauf ist, nämlich nach diesen fruchtigen Gelee in der Mitte und dann dieses teigige, plätzige, gebäckige, weihnachtsgebäckige. Ein Traum. Ich liebe diesen Duft einfach sehr. Ich weiß, dass es zurzeit eine Kerze von Yankee Candle gibt, die in die Richtung von Mary Berry Linzer geht. Aber ich weiß halt nicht, ob es original Mary Berry Linzer sein soll oder nur ein Lookalike. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen, deswegen habe ich mir einfach Mary Berry Linzer gegönnt. Als Duftbeschreibung haben wir hier nur Mandelplätzchen mit Himbeermarmelade gefüllt und mit Puderzucker bestreut. Unwiderstehlich. Tatsächlich unwiderstehlich. Und der letzte Nachkaufduft bei uns ist After Sledding. Den hatten mein Mann und ich uns letztes Jahr als Votiv, glaube ich, gekauft. Und dieses Jahr ist uns eingefallen, dass uns der gut gefallen hat. Also haben wir ihn nochmal bestellt. Ja. Yeah. Der war gut. Ja, ich weiß noch, dass die Duftbeschreibung von dem eigentlich so ist, dass man denkt, was soll das sein? Aber wenn man ihn dann riecht, dann hämmert auch viel auf einen ein und man denkt sich, was soll das sein? Aber im Endeffekt ergibt es einen wunderbaren Duft. Richtig fein. Schon eher in diese gebäckig-süßliche Richtung gehend, aber eben noch mit anderen Noten vermischt, die einen wunderbaren Duft ergeben, aber auch einen Duft, von dem man nicht gleich sagen kann, wonach er riecht, und einen Duft, wo man sagen kann, ich habe nicht gedacht, dass er so riecht. Als Kopfnote haben wir hier eine feine Rumnote, Ahornkaramell und Zimt. Als Herznote haben wir gesalzenes und geröstetes Karamell und Muskatnuss. Und als Basisnote haben wir Vanilleschote und Ahornsirup. Wie gesagt, wenn man das alles liest, denkt man sich, ich weiß nicht, was das sein soll. Aber wenn man es dann riecht, dann ergibt sich was, wo man denkt, okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, Freunde, das war's jetzt mit meinem Herbstkerzen, Winterkerzen, Weihnachtskerzen-Haul. Lasst mich bitte wissen, welchen Duft ihr kennt. Lasst mich bitte wissen, was ist eure liebste Herbst-Winter-Weihnachtskerze. Lasst mich wissen, welcher Duft darf bei euch in diesen Jahreszeiten nicht fehlen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Aber sehr fein nach Kaffeebohne. Jesus Christ. Den Namen vergessen. Zimtrinde oder Rimtzinde? Rimtzinde. Rimtzinde. Das hört sich an wie aus einem Märchen. Rimtzinde. Die böse Hexe Rimtzinde.
Lass uns ein Pen and Paper schreiben. Dir gefällt mir's. Holy Mother of God. Guck mal, die Vögel. Hast du geguckt? Du hast gar nicht geguckt. Die Vögel. Nee, die Krähen. Die hecken wieder was aus. Von Country Candle, Bohemian. Holiday!